So, Feuer und Sand und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wie sollen das Terko-Assistenten Idioten töten? Naja, versuchen wir's. Ich hab diese Klinge noch. Gut. Zucker, Alekal Tachalos mit Al-Hadaf. Thomas ist da. Wie läuft es? Schlecht. So. Wir sollen die töten. Tschüss. Die Klinge. Kann ich die vergiften, die Typen? Nee, kann ich nicht. Nur tragen. Alles klar. Wie viel haben wir denn insgesamt noch? Eins, zwei, zwei. Aber auch so auf dem allerletzten Drücker. Der ist ziemlich safe. Jetzt muss ich doch gucken, dass ich den da hole. Tschüss. Auto wird nichts. Da fehlt was. Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch! Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt, nicht nur den meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten, ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Warum musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. So, wir sollen wieder da rein. Warte mal, hier ist irgendwas. Ein Balken. Ein halber Balken. Na dann, möchtest du den Animus zurückkehren? Jawohl, möchte ich. Geht. Ich besuche sie mal. Das sollten wir sowieso. Scheißkerle getötet. Apollodorus muss davon erfahren. So, warte mal, ich muss sowieso jetzt mal kurz. Eigentlich wollte ich nur. Hauptquest mit 31, das ist nur 7.500. Boah. Der Weg der Gabiana. Moment, was haben wir eigentlich für Ziele noch? Wir haben gar keine mehr? Lass mich verarschen. Wir haben keine Ziele mehr? Doch. Wir erfahren bestimmt gleich noch. Wir kriegen bestimmt noch neue Ziele. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bayer trifft Cleopatra, um zu bestätigen, dass seine Jagd beendet ist. Deshalb. Ja, gut, der Mann, der seinen Sohn getötet hat, den müssen wir ja immer noch töten. Auf nach Heraklea. Halt! Stopp!
setze ich auf. Alarm! Hier drüben! So wirst du mir nicht entkommen. Das war's. Stirb! Scheiße! Ist der Irre? Adelphos! Ärger hier! Dich schlitze ich auf! Hey, den zu mir rüber! Ja! Scheiß Dings, ey. So, der ist tot. Meine Fresse, ey. Die mal kurz weggeschnitzelt. Ja, die mit der Quest, mit dem Bauernhof, das machen wir erst in der... Oh, ich habe da was gefunden. Ein Speer, der schlechter ist als meiner, was ich aktuell hab. Ich würde sagen, trotzdem. Wir haben es hingekriegt. Wir haben das Krokodil getötet. Die nächste Quest... Ich überlege gerade, was wir machen als nächstes. Ich überlege gerade, ob wir nicht den anfangen sollen, den Dings zu jagen. Riskgnade? Ja gut, okay, das brauchen wir jetzt nicht erstmal. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der 30? Ne, der 30er, also 28er? Der Fremde, da. Rein theoretisch ist er da. Den würde ich sagen, machen wir dann erst in der nächsten Folge. Weil jetzt ist nämlich für mich Feierabend. So, darüber mal reisen. So, ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Wir sehen uns. Haben einen? Ja, einen haben wir noch. Aber das ist jetzt erstmal. Alter, was könnte ich den ja ummachen? Wir machen es trotzdem. Bam. Warte mal kurz, ich habe mal kurz mal noch schauen, was wir noch so haben. Das eine oder andere finden wir ja immer mal wieder. Die haben Brandenbomben, ja, theoretisch klar. Also, ich würde sagen, trotzdem, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten, mehr oder weniger Episode wieder. Ich gucke gerade noch, ob wir hier oben noch irgendwas haben. Ne, wir haben ja nichts, wir haben ja nur den Sperr da gefunden. Und da bin ich raus heute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Und ja, da geht es wahrscheinlich morgen um 12 Uhr dann wieder weiter mit der nächsten Mission. Bis dann, tschüss.